Wir haben massiv gestiegene Energiepreise. Wir können daher von einer Energiekrise sprechen. Wir haben eine heftige Inflation, die Millionen von Menschen schon hierzulande in einem der reichsten Länder der Welt in arge Schwierigkeiten bringt. Die müssen jetzt schon ziemlich knapsen, haben ein echtes Thema. Und dann gibt es noch die Wohlstandskinder. Das sind meistens wohlgenährte Bürgerskinder, die jetzt sagen, also wir müssen sofort Schluss machen mit diesen fossilen Energieträgern. Wir brauchen ein Gasembargo, ein Energieembargo, denn das finanziert den Krieg gegen die Ukraine durch die Russen. Und in diesem Spektrum wollen wir uns mal anschauen, was da tatsächlich der Fall ist, was da eigentlich jetzt auf dem Spiel steht. Und wir fangen mal an mit diesem Aufruf der letzten Generation. Das ist ja schon ein apokalyptischer Titel. Also da kommt dann der Weltuntergang, wenn wir nicht jetzt unmittelbar und sofort alles komplett umstellen, dann sehen wir den Weltuntergang. Gleichzeitig fliegt man aber gerne durch die Welt. Als Bürgerskind ist man ja das Reisen gewohnt. Hier sehen wir den Aufruf. Ab kommender Woche werden wir Öl- und Gaspipelines, die durch unser Land fließen, friedlich abdrehen, um uns den fossilen Wahnsinn mit Namen und Gesicht in den Weg zu stellen. Ein offener Brief an die Bundesregierung. Und wenn man sich mal die Homepage dieser letzten Generation anschaut, dann steht da, fossiles Gas finanziert den Krieg gegen die Ukraine, Öl, Gas und Kohle führen zu den Menschen im globalen Süden, ganze Inselstaaten, junge Menschen und alle kommenden Generationen in die Vernichtung. Das ist so ein bisschen diese eschatologische Dimension. Also das endet jetzt alles mit dem unmittelbaren und absehbaren Tod von Millionen von Menschen. Dann steht hier auch, jeden Tag sterben Menschen in der Ukraine, jeden Tag schließt sich das Zeitfenster, den absoluten Klimakollaps noch abwenden zu können. Weiter all das mit Geld von der Bundesregierung. Wenn wir weiter Öl, Gas und Kohle verbrennen, werden wir alles verlieren. Trotzdem werden Milliarden Euro in fossile Brennstoffe gesteckt. Das ist fossiler Wahnsinn, gegen den man jetzt widerständig werden will. Und wir wollen uns mal anschauen, was eigentlich jetzt diese Forderung bedeuten würde, wenn sie umgesetzt würde. Denn das würde bedeuten, dass hier die Lichter ausgehen würden. Und das wäre für die Wohlstandskinder natürlich ein echtes Problem, denn man ist ja im Wohlstand aufgewachsen. Es sind meistens nicht Arbeiterkinder oder Kinder aus kleinen Verhältnissen, die in dieser Bewegung drin sind, sondern es sind die Großkopferten, die ein sehr angenehmes Leben hatten und jetzt so ein bisschen am Rad drehen und sagen, wir müssen sofort alles aufhören, sonst geht die Welt unter. Das ist schon eine etwas komische Welt. Während die Ukrainer echte Themen haben, haben diese Wohlstandskinder ganz andere Themen offenkundig. Und hier sehen wir mal, das ist eine Grafik von Gazprom aus dem Jahr 2021. Ich weiß, es ist dadurch natürlich ein bisschen schwierig, aber die Daten sind verifiziert durch andere Quellen auch. Hier sehen wir mal, was den Gasverbrauch jetzt angeht, wie wir also von wo Gas bekommen und wie dann der Klimafußabdruck ist, dann sehen wir erstmal, dass der menschliche oder dass sozusagen durch Gas, was durch Pipelines fließt und aus Russland geliefert wird, in etwa der Größe eines menschlichen Fußes entspräche, wenn wir jetzt mal die Dimensionen abgleichen, etwa dann mit Flüssiggas aus Katar. Das wäre in etwa das Verhältnis energietechnisch, was da also an CO2 an Carbon Footprint emittiert wird, wäre in etwa das Verhältnis zwischen einem Elefantenfuß und einem menschlichen Fuß, also schon deutlich mehr. Und wenn wir dann zum Beispiel aus den USA Fracking-Gas oder LNG-Flüssiggas, das meistens ja durch Fracking gewonnen wird, importieren, dann entspricht das einem Verhältnis im Vergleich zu Pipeline-Transporten von Gas, eben aus Russland zum Beispiel, von einem Menschen zu einem Tyrannosaurus. Das ist also in etwa das Vierfache. Das heißt, diese Flüssiggasimporte aus den USA sind etwa vierfach so klimaschädlich wie das Gas, das wir derzeit noch aus Russland beziehen. Ist das etwas, was jetzt unbedingt abgestellt werden muss? Können wir aus dem Gas raus? Nein, wir können es nicht. Dann gehen hier die Lichter aus. Und das würde bedeuten, dass Millionen von Menschen, die eh schon in Schwierigkeiten sind, dann arbeitslos würden, dass auch die Perspektiven für die letzte Generation, für diese Wohlstandskinder, die teilweise kein Fleisch mehr essen, weil sie so unglaublich woke sind, aber auf der anderen Seite eben dann doch die Freuden des Wohlstands genießen, auch des Wohlstands, der aufgrund von fossilen Energien überhaupt ermöglicht wurde. Das stellt man sich da ein bisschen einfach vor, denn wie jetzt der BASF ja vor einiger Zeit schon gewarnt hat, oder der BASF-Chef,
die Leute denken, naja, wir können da einfach raus. Aber das würde bedeuten, dass viele Sachen schlichtweg nicht mehr funktionieren. Der Einschnitt wäre so groß, dass hier buchstäblich die Lichter ausgehen. Das heißt, das Wohlstandsleben der Wohlstandskinder wäre mit einem Mal beendet. Wenn sie das wollen, können sie das wollen. Aber wenn sie das anderen oktroyieren und sagen, du musst das auch wollen, weil die Welt geht ja morgen unter, wenn wir nicht sofort agieren, dann halte ich das für schwierig, zumal die Leute eben andere Probleme haben. Die haben Probleme, ihre Kinder zu ernähren. Die haben Probleme, wenn sie in den Supermarkt gehen und sich die explodierenden Preise anschauen. Also das ist schon eine Art Wohlstandsverwahrlosung, die da der Fall ist, offenkundig. Und diese Apokalyptik, die gibt es schon länger. Was hat man uns noch, Club of Rome zum Beispiel, gesagt? Ja, also der Meeresspiegel wird steigen, da wird alles untergehen. Ja, es ist ja auch so, dass da was dran ist. Nur diese Apokalyptik, diese unglaubliche Dringlichkeit, die hier gesehen wird, die ist ein bisschen übertrieben. Und ja, man versucht ja aus diesen fossilen Energieträgern auszusteigen und das ist richtig und gut so, aber es muss eben mit Vernunft geschehen, es muss mit Augenmaß geschehen und nicht durch solche apokalyptischen Forderungen. Solche Chemieprodukte sind entscheidend für Medikamente, sind entscheidend für so viele Bereiche, die uns selbstverständlich sind, die aber nicht mehr selbstverständlich wären, wenn wir praktisch kein Gas mehr hätten oder zu wenig Gas, dann müsste man entscheiden, was dreht man denn zuerst ab. Also es ist wirklich eine Forderung, die schon krass ist und Europa hat sowieso jetzt ein Problem, wenn man sich mehr und mehr von russischem Gas verabschieden will, dann tritt man in Konkurrenz zu anderen Ländern, denn der Flüssiggas, das Volumen von Flüssiggas ist durchaus begrenzt. Es gibt ja Länder wie Norwegen, wie Katar, die hier dieses Flüssiggas exportieren. Aber wir sehen, dass eben vor allem asiatische Flüssiggasexporteure natürlich viel lieber nach China, nach Südkorea exportieren, weil das Ganze günstiger ist, schneller geht, weil eine Infrastruktur schon vorhanden ist. Und damit wir russisches Gas einigermaßen ersetzen könnten durch Flüssiggas, müssten wir praktisch alle freien Kapazitäten, die also nicht vertraglich schon komplett fest zugesichert sind, müssten wir an uns raffen, was bedeuten würde, dass die anderen ein richtiges Problem hätten. Alternative wäre, wie gesagt, wenn wir kein Gas haben, wenn wir eben dadurch viele Dinge nicht mehr erzeugen können, etwa Diesel, das ja maßgeblich auch durch Einsatz von Gas eben als Treibstoff überhaupt verwendbar ist, dann hätten die anderen ein Problem. Also es ist in gewisser Weise ein Konkurrenzkampf. Man kann natürlich sagen, okay, ich würde gerne in die Höhle wieder zurück, das ist wunderbar und wir sind vielleicht schon auf dem Weg dahin, denn Uschi von der Leyen hat gesagt, jetzt Russlands Bankrott ist nur eine Frage der Zeit. Man überlegt jetzt, wie man sozusagen auch das Ölembargo durchsetzen kann. Bei Gas ist man noch vorsichtiger, aber Öl, da will man jetzt ran mit so einer Art Öl-Leitembargo. Jedenfalls sehen wir durchaus, dass da schon natürlich Konsequenzen auch für die russische Wirtschaft der Fall sind. Hier sehen wir mal den Güterverkehr der drei größten Häfen in Russland. Das ist einerseits St. Petersburg, Vladivostok und Novorossiysk. Hier sehen wir, dass etwa das Containervolumen in etwa auf die Hälfte gefallen ist von vor dem Ukraine-Krieg. Also das trifft die russische Wirtschaft natürlich schon sehr, sehr deutlich. Und auch die Rallye am Aktienmarkt, die zwischenzeitlich ja der Fall war, die ist wieder ein wenig in sich zusammengebrochen. Es war ein Dead Cat Bounce, eine Rallye einer toten Katze, die von weit oben abstürzte, nochmal kurz nach oben pippte sozusagen und dann aber doch tot ist. Hier sehen wir, dass nach dem offenkundigen Eingreifen der russischen Regierung hier nicht mehr so wahnsinnig viel passiert ist. Also es ist eine wechselseitige Abhängigkeit. Die Russen sind vom Westen abhängig. Wir sind von den Russen abhängig. Das macht die Situation so richtig schwierig. Natürlich würde man politisch wollen, dass wir hier komplett jetzt den Hahn von uns aus abdrehen, aber wir können es schlicht nicht. Oder wir sind bereit, eine massive, millionenhafte Arbeitslosigkeit zu akzeptieren, sodass dann auch die Eltern der Wohlstandskinder vielleicht für die Versorgung der Wohlstandskinder nicht mehr sorgen könnten. Dann müssten die ja richtig arbeiten und irgendwelche Arbeiten machen, die nicht so schön sind. Also das kann man denen aber dann auch doch nicht zumuten. Also es ist eine schwierige Situation, zumal jetzt dieser Ukraine-Krieg eine neue Dimension erreicht mit dem Angriff, der wohl jetzt begonnen hat, wie erwartbar nach Ostern auf den Donbass, wo Russland offenkundig alle Kräfte fokussiert, um hier erfolgreich zu werden. Das bedeutet faktisch, dass dieser Krieg noch lange nicht vorbei ist, was dann wiederum Folgen hat für Lieferengpässe, Materialmangel etc. Wenn es den Russen gelänge,
den Donbass zu erobern und die dann sagen würden, okay, reicht jetzt erstmal, dann wären wir nach wie vor in einem kalten Krieg mit Russland und hätten nach wie vor viele Themen, die wir jetzt schon haben, selbst wenn also da ein Waffenstillstand der Fall wäre. Jetzt sagen ja viele Menschen, die Lösung ist doch die Elektromobilität. Stimmt. Naja, stimmt nicht so ganz, denn die ist auch nicht gerade umwelttechnisch so hübsch, denn das Problem haben nur einfach die anderen, nämlich da, wo ziemlich giftige Dinge abgebaut werden, die wir für die Batterien brauchen bei der Elektromobilität. Und justament sind natürlich die Preise für diese Bestandteile von Elektrobatterien wie etwa Nickel massiv nach oben geschossen, schlichtweg, weil aus Russland praktisch kein Nickel mehr kommt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem jetzt für die Pläne, die man hatte. Eben Ausstieg aus fossilen Energieträgern, Ausstieg aus fossilen Antrieben hin zur Elektromobilität, die wie gesagt auch ihre großen Schwierigkeiten hat. Aber jenseits dessen sehen wir, dass das Ganze kaum mehr möglich sein wird. Jetzt gibt es ja also Firmen wie Tesla, die eigene Batterien bauen, aber die brauchen dafür auch Nickel und diese Bestandteile. Wenn die nicht da sind, können die auch nichts bauen. Das ist das große Problem. Und dementsprechend sehen wir dann diese Wahnsinnsprognosen etwa meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood, die ja sagt, also die Tesla-Aktie, die wird bei $4,600 liegen im Jahr 2026. Und sie wird dann möglicherweise auf im Jahr 2030 auf $22,500 steigen. Wenn dem so wäre, dann hätte Tesla eine Marktkapitalisierung, die wäre größer als das BIP der Amerikaner. Die Frage ist, wie viele Autos können die bald überhaupt nur noch bauen? Das ist die grundsätzliche Frage. Und wenn man weniger Autos bauen kann, kann man auch weniger Autos verkaufen. Morgen bringt Tesla ja seine Zahlen. Man darf gespannt sein, was Elon Musk dann sagen wird oder was Tesla sagen wird über das, was man an Prognose gibt, also was man erwartet, wie viele Autos man bauen kann, wie viele Autos man vor allem absetzen kann. Jetzt kommen wir mal zu diesem Thema Inflation. Wir sehen, dass die Inflationserwartungen in Deutschland jetzt auf ein neues Allzeithoch gestiegen sind. Wir sind kurz unter 3%. Wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt 75% aller deutschen Staatsanleihen inzwischen wieder eine positive Rendite haben. Es gibt wieder Renditen. Das ist ja unglaublich. Und wir sehen, dass heute wieder ein ziemlich brutaler Anstieg der Renditen war. Die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, die ist heute 12 Basispunkte gestiegen auf fast 1% inzwischen wieder. Und das ist ein echtes Thema für viele. Das ist ein riesiger Sprung, das stellt man sich so vor, ja 1% ist ja immer noch wenig, aber es geht um die Veränderung, die hier der Fall ist, zumal eben diese Anleiherenditen sehr wichtig sind, etwa für den Hypothekenmarkt, Bauzinsen etc., das ist für die ein Riesenthema, ebenso wie etwa die amerikanischen Anleiherenditen. Heute war die 10-jährige US-Anleiherendite schon bei 2,9 und ein paar zerquetschten Prozent. Die 30-jährige hat jetzt die 3%-Marke überwunden, das erste Mal seit 2019. Wir haben also offenkundig ein bisschen Panik am Anleihenmarkt, die Aktienmärkte heute mit einer Rallye, aber wir haben auch ein bisschen Panik natürlich bei der EZB. La Isabella Schnabelina hatte mehr oder weniger jetzt zugegeben, also das mit der Inflation haben wir uns anders vorgestellt. Nur Madame Inflation, also Madame Lagarde, bleibt noch super entspannt. Ich bin dennoch der Auffassung, schafft die EZB ab, weil diese Institution nicht reformierbar ist. Wir brauchen letztendlich einen anderen Mechanismus, der den Zins wieder zum Leben erweckt. Es können eigentlich nur Märkte den richtigen Zins ermitteln und nicht eine Notenbank, die von politischen Interessen geleitet ist und deren Interessen lautet, wir müssen malade Staaten finanzieren. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Deswegen bin ich im Übrigen der Auffassung, die EZB schlichtweg abzuschaffen. Jetzt hat heute der IWF sich gemeldet und das passt dann auch wieder zur EZB. Da hat man gesagt, der Ukraine-Krieg ist eine Gefahr für die Finanzstabilität. Die EZB hat ja schon sich die Klimapolitik unter den Nagel gerissen, weil man sagt, ja, der Klimawandel ist ja relevant für die Finanzstabilität. Also regieren wir da rein, schreiben den Banken vor, dass sie eben keine Kredite an fossile Energieförderer zum Beispiel geben, beziehungsweise wenn sie es machen, dann wird ihre Kreditaufnahme, die sie selber haben, deutlich teurer. Das verschlechtert also ihre Marktchancen. Jetzt sagt man seitens des IWF, also die Notenbanken, die Länder könnten gezwungen sein, die Zinsen über die neutrale Rate anzuheben. Also praktisch die Zinsen viel deutlicher anzuheben, als man es ursprünglich gedacht hatte.
Und der IWF hat jetzt auch sowohl die Inflationserwartungen nach oben als auch die Wachstumserwartungen nach unten genommen. Man rechnet also auf Deutsch gesagt mit einer Stagflation. Und jemand, der die Inflation immer geleugnet hat und gesagt hat, noch im Januar diesen Jahres überhaupt kein Problem, macht euch locker, ist der großartige Marcello Fraccherino. Jetzt sagt er, die nächsten 5 bis 10 Jahre wird die Inflation weiter sehr hoch bleiben. Konnte ja keiner ahnen, Herr Fratscher. Nö, konnte man wirklich nicht ahnen. Daniel Stelter sagt dann, kann Fratscher zur Abwechslung mal was vorhersagen, statt Offensichtliches zur Erkenntnis zu stilisieren. Als Inflation kam, leugnete sie zuerst, dann freute er sich, jetzt soll sie bleiben, einen besseren Indikator für die Trendwende zur Rezession und tiefere Inflation gibt es nicht. Also wenn jetzt Fraccherino schon mit hoher Inflation rechnet, dann ist vielleicht der Hochpunkt der Inflation, ist Peak Inflation schon erreicht. Wir sehen heute, um jetzt nochmal zu den Märkten zurückzukommen, zur Wall Street, die gestern volatil, aber irgendwie wenig verändert, ja, sich positioniert hatte. Wir sehen natürlich ein wahnsinnig negatives Sentiment, sowohl bei den Privatanlegern, negatives Sentiment oder wenigste Bullen seit 1992. Wir sehen auf der anderen Seite Investors Intelligence, das sind die Börsenbriefe in den USA, auch ein sehr niedriger Wert. Also vielleicht da schlichtweg heute gerade im Nasdaq eine Gegenbewegung. Hier sehen wir oben mal den Nasdaq, respektive den S&P 500, aber Nasdaq sieht ganz ähnlich aus, mit einer potenziellen inversen Schulter-Kopf-Schulter. Potenziell, die muss ich erst noch bestätigen. Wenn dagegen die rechte Schulter durchgeht, dann wäre das nicht so schön. Und wir sehen bei den Semiconductors, das ist die Grafik hier unten, in Relation zum S&P schon eine gewisse Schwäche. Denn auch die Tech-Firmen dürften unter Chipmangel, unter eben diesem Rohstoffmangel, der auch für Chips oder Rohstoffe, die für Chips sehr wichtig sind, leiden. Das dürfte nicht spurlos an denen vorbeigehen. Wir sehen insgesamt, auch wenn wir möglicherweise in den nächsten Tagen noch weitere Anstiege sehen, dass immer vor einem Bärenmarkt, vor einer größeren Krise der Märkte, wir eine massive Rotation rein aus Growth, raus aus Growth, rein in Value, raus aus Value haben. Das ist diesmal auch so. Das hatten wir zuletzt im Jahr 2000 und im Jahr 2008. Jetzt sehen wir diese massiven Ausschläge, diese Nervosität, die sich hier andeutet, diese permanenten Rotationen rein, raus, da, rein, raus. Wir sehen langfristig, wenn wir uns mal den MACD anschauen, als langfristiges Signal, sehen wir, dass da etwas gedreht hat. Wie gesagt, das ist kein Timing-Instrument jetzt für Daytrading-Positionen oder für die nächsten Tage. Das ist ein übergeordnetes Bild, das ich für wichtig halte, weil es zeigt, dass dieser Markt im Inneren nicht so wirklich rund läuft, dass da etwas vielleicht nicht ganz koscher ist. Und nicht ganz koscher sind auch die Wohlstandskinder, die Klimaaktivisten. Ab nächster Woche werden deutsche Öl- und Gaspipelines abgedreht. Das ist ja fast schon am Rande des Terrorismus, könnte man sagen. Dazu ein Artikel von uns, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Und jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao an die Wohlstandskinder.